Jo Leute, was geht? Willkommen zu diesem neuen Video. Heute was Besonderes. Also ich fahre jetzt endlich wieder Dirt. Mein Dirt ist jetzt fertig. Nicht wundern, meine Haare sind noch ein bisschen geschwitzt. Ich komme gerade vom Fahrradfahren. Und zwar ja, fertig. Ich habe jetzt ein paar neue Teile. Also ja, doch ein paar schon. Und ich würde sagen, die zeige ich euch jetzt mal. Und dann gibt es gleich noch ein paar Clips. Wir waren nämlich in Hösel. Und da bin ich mal ein bisschen mit dem halbneuen Fahrrad gefahren. Und zwar fangen wir an mit dem unspektakulärsten. Neun Griffen sind OD Longneck Super Soft oder so heißen die in Schwarz, ganz normal. Ja, dann kommen wir auch schon zur Felge. Habe ich jetzt eine Halo Chaos mit einer, da seht ihr auch schon das Highlight, mit einer White Boy Narbe von Halo. Die ist sehr cool, weil die hat keine Bremsscheibenaufnahme. Heißt, die ist ein bisschen breiter, heißt, und ein bisschen stabiler. Dann habe ich jetzt auch einen neuen Reifen. Und zwar den jeder hat. Continental Race King. Und ja, dann kommen wir jetzt zum Highlight. Und zwar meiner neuen Gabel. Das ist eine RockShox Pike DJ Ultimate in dem Silber. Ich finde, das sieht sehr geil aus mit dem Fahrrad. Das ist jetzt noch brakeless momentan, weil die Bremsbeläge noch nicht angekommen sind. Und hinten ist auch noch der alte Reifen drauf. Oh, sieht man gar nicht. Hinten ist auch noch der alte Reifen drauf, weil ich halt noch brakeless fahre. Ich will den neuen nicht komplett zerstören und der neue ist auch noch gar nicht da. Ja, und jetzt habe ich die RockShox Pike DJ Ultimate. Ich glaube, die macht keinen wirklichen Unterschied zur normalen Pike, aber die ist halt silber und ich finde, das sieht mega aus. Also, meiner Meinung nach, wie gesagt, sieht das echt geil aus, vor allem mit den schwarzen Griffen. Und dann, wenn da eventuell irgendwann nochmal ein neuer Hinterreifen und vor allem eine neue Hinterradfelge, aber da muss ich nochmal gucken, kaufe ich mir vielleicht irgendwann nochmal. Und ja, ihr seht schon, hier ist ziemlich viel Platz. Das ist wegen dem Rotor, weil ich mir vielleicht einen Rotor irgendwie kaufen will. Aber wenn dann einen mechanischen, oder keine Ahnung, einen mit Seilzug, nicht diesen Trixer, weil, weiß nicht, ich finde. Ich habe erstens schon fast alles, was ich brauche für einen ganz normalen. Ich weiß nicht, ob das mechanisch oder keine Ahnung. Ist auch egal. Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, geht's jetzt los mit dem Video. Wir waren in Hösel wieder. Und ja, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Video. Drei zu 60, die ich gemacht habe, habe ich verkackt. Und die waren vor allem noch auf dem BMX. Deswegen war der jetzt ein bisschen sketchy. Ja, was ist das für ein Dreckstrick? Oh, war der sketchy. Ey, Junge. Also gekietschert, das war mein Sattel, ich bin voll auf dem Sattel gelandet. Okay, der war anständig.
Okay, Hände waren schon ein bisschen weg. Der Sprung ist auf jeden Fall ganz chillig. Okay, der war stabil. Jo, Digga, der war mies sketchy, aber der war gelandet. Aber der war sick.